Bin vielleicht ein bisschen overlevelt. Kinderspiel. Wie Kabu live! Yay! Yeah, weiter mit euch! Ha! Kinderspiel in der Tat. Es ist Zeit für einen zweiten Akt. Nun werdet ihr euch gegen Cross und Poi beweisen müssen. Die mutigsten unserer Grenzwachen. Schön, euch wiederzusehen. Wir werden es euch leicht machen. Also gebt euer Bestes. Es war unser Vertrauen, was. Es war euer Vertrauen, was uns so weit gemacht hat. Wir wollen das mit einem guten Kampf in Ehren halten. Ja, ja, lasst uns anfangen. Ich möchte mit Kabo eigentlich angreifen. Oh, dieser hier hat ganz schön starke Arme und verrückte Waffen. Eine tödliche Kombination. Termiten können Kälte gut können Kälte gut aushalten. Ich denke, es ist an uns, wenn wir damit spielen wollen. Dieser Typ ist hat's echt drauf, ey. Er hat eine Kanone auf seinem Kopf. Was? Wir müssen einfach nur zeigen, dass wir das stärkere Team sind. Dankeschön. Oh no! Unser Zauber ist vorbei! Au! Bisschen Frozen Drill Action? Ja! Ich liebe die Attacke. Guck mal, haben wir den schon mal? Muss leider Kamo eine Runde aussetzen. Warum verkacke ich den in letzter Zeit immer, ey? Es ist unglaublich. Der hat wirklich Kanone in seinem Kopf. Wie könnte man für ein bisschen Heilung sorgen, ne? Mann, ey, was ist gerade mit mir? Will ich jetzt noch die Regeneration mitnehmen? Ja. Für Kamo besser, für live schlechter als vorher.
Ich will ja ein bisschen Erfahrung nehmen. Unglaublich. Bitte vergebt uns, dass wir euch so verprügeln mussten. Ach, es geht doch hier um guten Sport. Wow, sie haben Paul bestiegt. Auf gar keinen Fall, das kann nicht sein. Ha! Ihr habt wirklich einiges an Fähigkeiten. Oh mein Gott, mein Liebling. Paul und Cross werden nicht so einfach besiegt, einfach. Wie auch immer. Es ist allerdings noch nicht daran, euch den Sieg schon... den Sieg für euch schon zu beanspruchen. Nun werdet ihr einer gefangen genommenen Kreatur gegenüberstehen. Die es sogar schafft, für Angst in den... im stärksten Veteran sogar für Angst zu sorgen. Oh, bist du dir sicher? Befreit den die Urwanze! Und ich schwör den. Oh, er weiß wohl nicht, du willst ihn wieder besiegen? Nein, 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 nein. Was für eine dumme... Was für eine... Was? Was für eine dumme Show. Könnt ihr alle nicht mehr nachdenken? Meine lieben Leute verdienen es besser. So viel besser. Diese Stimme ist das... Sie ist... Mein liebes Publikum. Stimmt, ich bin's, die Einzige, die Wunderbare, die Meistgeliebte im Termitenkönigreich. Motiva, Motiva! Oh, 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 das ist Motiva. Oh, 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 oh. Ihre Stimme ist so sanft wie immer. Wie eh und je. Sup. Was macht ihr denn hier? Geile Musik. Ihr habt doch wohl echt nicht geglaubt, dass ich euch einfach, die Gnade der Königin stehen lasse. Als ich gehört habe, dass ihr kommt, musste ich einfach diese Party zerstören. Crashen. Was bringt dir das denn, wenn du es immer wieder schwerer machst für uns? Ja, wir sind doch im gleichen Team. Nun, diese... Show ist hier dafür da, dass um zu beweisen, wie stark ein Gegner ist. Aber sie ist auch dazu da, eure Stärke zu beweisen, Team Schlangenmund. Wenn wir euch besiegen, können wir endlich zeigen, dass wir euch überlegen sind. Und dann muss die Königin uns einfach mitnehmen. Danke. Das ist doch lächerlich. Euch ist schon klar, dass ihr das damit alle verdammen könnt, oder? Was, wenn die, wenn der Termitenkönig jetzt das Vertrauen in die Königin verliert? Was, wenn ihr gegen den Wespenkönig verliert mit ohne unsere Hilfe? Mit ohne unsere Hilfe. Das war richtig kribbelig, ey. Ohne unsere Hilfe. Seid ihr total bescheuert? Habt ihr all eure Intelligenz verloren? Und ich muss gerade leider meinen Subwoofer richten, den ich hier schön um meine Füße gewickelt habe. Vor lauter Inbrunst. Ja. Ihr denkt darüber echt viel zu viel nach. Das Ameisenkönigreich ist in viel besseren Händen, ist viel besser in unseren Händen als mit euch. Viel besser dran in unseren Händen. Nein, viel besser dran mit uns als mit euch Verlierern.
Wir haben dein Leben schon mal gerettet, du Hexe! Sagte ich nicht, dass wir darüber nie wieder sprechen werden? Zesp, du hast uns so oft geholfen. Kannst du nicht irgendwie mal ein bisschen vernünftig reinprügeln oder reinreden? Versteh mich nicht falsch. Ich tue das nicht nur für Motive. Auch wenn das schon ein ziemlich großer Grund wäre. Oh, ich möchte die Urwanz zurück. Jetzt haltet einfach den Mund und kämpft, ihr Feiglinge. Lasst uns die Menge in Rage versetzen und sie zum Jubeln anregen. Motiva, 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 Team Schlangenmann. Dem stimme ich zu. Jeder möchte hier Motivas Performance sehen. How Surrender Pishes? Was ist Surrender Pishes? Oh, wie glücklich. Glücklich oder zufällig? Was für ein glücklicher Zufall, könnte ich mir noch vorstellen. Ich kann es kaum erwarten, das zu sehen. Der Kampf beginnt jetzt! Die Musik feiere ich immer noch, muss ich sagen. Ich würde sagen, ich kriege erstmal ein fettes Frostbowling ins Gesicht, ey. Da muss er sich direkt boosten, ne? Aua. Okay. Ich glaube, wir müssen selbst mal schnell runterdrillen, ey. Ich bin da verkackt, ey. Ich habe aber nichts zum Heilen, ne? Ein Termitenburger für live. Von hinten, die Sau. Eieieiei. Das ist sehr gut. Ritten für Kabu. Auch schon wieder doof gewesen, weil er jetzt eine von den stärkeren Attackrunden verschenkt ist eigentlich, aber. Hm. Wirklich? Sagst, steh auf! What? Müssen wir uns erst um Motiva kümmern, macht jetzt jedes Mal.
Okay, wir könnten jetzt das drauf. Moment, ich probiere. Probieren den mal einzufrieren. So. Kabo gibt dann seine Runde an Wie oder tut was für unsere TP? Wer tut was für unsere TP? Habe ich zweimal die falsche Bombe gekauft? Ich stand doch vor der anderen Bombe. Ja! Endlich mal wieder geschafft, ey. Ja, du darfst leider nicht. Glaube, tut noch mehr für unsere TP. Dann muss ich gucken, wo er landet, ne? Boom! Auf den dritten. Ah! Hallo! Hallo! Da war ich nicht drauf vorbereitet. Du Depp? Hä? Gehen wir lieber mal auf Nummer sicher. Oh. Hat nicht geklappt. Ich bin so dumm. Ach, der hätte ja auch Dings umbringen können. Obwohl, ja gut, dann kann sie beißen. Das ist alles. Ist okay. Bei solchen Sachen bin ich froh, dass es in diesem Spiel nicht, Erfahrung für jeden Einzelnen gibt, sondern nur Teamerfahrung. Deswegen ist es gerade uns relativ egal, dass Kabo auf dem Boden ist. Und Chompy erledigt sie. Oh ja. Motive. Reicht euch das jetzt? Kommt schon, lasst es einfach sein. Ich bin doch nicht mal müde. Ihr gebt besser auf. Gut. Wie auch immer, ich gebe auf. Ihr gewinnt. Seid ihr jetzt glücklich? Ich muss zugeben, Team Schlangenmund. Heute wart ihr besser als wir. Was für ein armseliges Ende. Motiva wie Kabu live! Was für ein unglaublicher Kampf! Bulgaria beinhaltet so viel Stärke. Ich meine, keine schlechte Show. Oh, mein Liebling. Oh, danke euch allen. Wir sind alle die Besten, sind wir es nicht?
Seid sicher, dass ihr jetzt auch zu meiner nächsten Show kommt. Da könnt ihr noch näher an mich rankommen. Team Schlangemund! Ups, ich denke, es gibt eine neue heiße Band in der Stadt. Was zum... Ich kann nicht glauben, dass sie euch zujubeln. Nun, Gerechtigkeit ist nun mal ganz schön angesagt bei der Menge. Vielleicht habt ihr mir noch einfach nur einen schlechten Geschmack. Motiva, du wirst immer deine warmen Fans haben, so wie mich. Kommt schon, Leute, sagt meinen Namen noch einmal. Wie Kabu live, Motiva. Nun, damit wir das heutige, der heutige Kampf entschieden. Team Schlangenmund, bitte trefft uns wieder in der königlichen Kammer. Die ganze Theatralik mal zur Seite gepackt. Es gibt wichtige Geschäfte, die wir besprechen müssen. Ihr habt echt gut gekämpft. Wir werden euch dann da sehen. Oh Gott, ich hab vergessen aufzunehmen. Nein! Ah! Blöde Menge. Ah, nee. Nehme ich jetzt noch auf oder lade ich das Ganze runter? Nee, lade ich den ganzen Stream runter, okay. Aber wie lange haben wir denn jetzt schon? Ich habe ja eigentlich direkt gestartet. Diesmal ohne Vorgeplänkel. Eine Stunde sind drei Folgen. Ich mache noch eine Stündchen noch. Ich mache heute nicht ganz so lange. Wir gehen schon mal voraus. Ja, bloß keine faulen Tricks. Halt einfach euren Mund. Ich möchte nie wieder irgendwas von euch hören. Ugh. Tschüss. Ach, du armes Ding. Ich fühle mich so müde, aber wir haben es geschafft. Keine Zeit fürs Hotel, wir müssen direkt zum Palast. Da widersetze ich mich wie. Oh, hey, ihr habt gewonnen. Und wobei man, wenn wir gerade dabei sind. Kommt auch später wieder zurück, wenn ihr nochmal kämpfen wollt. Wenn ihr euch weiter so geschlagt, werde ich weiter auf euch wetten. Okay, also gibt es das nachher auch nochmal die Chance, ins Kolosseum zu gehen.